Jetzt im Winter bin ich ganz froh, wenn mal die Sonne rauskommt. Und da bin ich am liebsten hier am Morgen bei der Melkstadthütte auf Waldurlaub.at. Denn da kommt jetzt so richtig schön die Sonne raus. Ist absolut großartig. Und mir wird ja auch immer wieder die Frage gestellt, Reini, kann man bei dir auch im Winter campen? Also kann man auch Waldurlaub.at im Winter nutzen? Und die Antwort ist ja und nein. Ah, wenn du die richtige Antwort willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Echt wunderbar. Es hat zwar minus 7 Grad, aber da jetzt die Sonne raufkommt, raufhuscht, wird es wärmer. Ich würde nicht sagen angenehm warm, aber deutlich wärmer. Ich spüre es richtig in den Fingern. Unser Waldurlaub.at hat ja eine gewisse Öffnungszeit. Ne? Unser Buschkraftareal hat eine gewisse Öffnungszeit und eigentlich ist es im Winter zu. Obwohl ich ja der Meinung bin, dass im Winter das ganze Bushcraft und Survival Training noch einmal auf eine weitere Stufe gehoben wird. Denn da werden Fehler, die man macht, nicht so einfach verziehen. Ist einfach so. Und wenn es kalt ist, muss man sich an ganz spezielle Regeln halten. Und wenn man da ausbricht, wenn man zum Beispiel zu faul ist, ich sage jetzt mal faul, bin ich auch immer wieder, oder zu bequem oder die Kleidung, die zum Beispiel nass geworden ist durch Schwitzen, durch die Bewegung, nicht angemessen trocknet, dann kann es unangenehm werden. Ist einfach so. Und das kann man lesen, das kann man sich auf YouTube-Videos anhören oder anschauen oder man kann es selbst ausprobieren. Und ja, jetzt komme ich auf diese eingehend gestellte Frage zurück. Das Buschkraftareal ist geschlossen, eigentlich. Aber wir machen immer wieder mal, zum Beispiel auch jetzt hier die Melkstadthütte, aber auch unsere Wildlandzeltplätze, immer wieder auf für Hartgesottene. Das heißt, wenn du da dazu gehörst und das Extravagante suchst. Also etwas, das ein bisschen mehr als nur normales Camping ist, sondern wo du sagst, okay, ich möchte es wissen. Ich möchte es wirklich wissen. Ich möchte im Winter rausgehen. Ich möchte im Winter mein Shelter aufschlagen. Ich möchte im Winter Feuer machen unter, ich sage jetzt mal, unangenehmeren Bedingungen als im Hochsommer. Ich möchte Natur erleben und auch diese Ruhe, die dir so eine Schneelandschaft bietet, mal ausprobieren. Dann melde dich ganz einfach bei uns unter office@waldurlaub.at. Ich gebe dir unten auf jeden Fall auch noch den Link dazu. Und auch dann kannst du genau so ein spezielles Licht, das es eben nur im Winter hat. Ist so. Das hat es nur im Winter. Das hat es nur zu dieser Zeit selbst erleben. Und dich, und das ist nämlich der große Unterschied, dich so richtig freuen, wenn einmal die Sonne rauskommt. Ja? Das ist dann zwar ein Highlight eigentlich. Gell? Denn wenn es kalt war die ganze Nacht, du Feuer nachgelegt hast, du im Schlafsack durchgehalten hast und dann kommt die Sonne raus, das ist so ein ganz besonderer Moment. Das kann man sich anhören, das kann man lesen, aber ich würde sagen, find selber raus. Daher, wenn du sagst, Wintercamping, yeah, das will ich unbedingt ausprobieren, dann melde dich gern unter office@waldurlaub.at und wir finden sicherlich eine Lösung für dich. Und ich werde jetzt noch ein bisschen hier bei der Melkstadthütte bleiben. Sonne kommt jetzt immer weiter rauf. Und noch ein paar Minuten genießen. Bis dann. Unten findest du den Link, dein Reini Rossmann. Und ciao, ciao.